Na sowas. Wer hätte denn das erahnen können? Wow. Nächster Schrein gefunden. Kriege ich dafür jetzt wenigstens was? Weil das war schon ein ganz schöner Weg. Ich nehme zumindest die mit, die ich sofort kriegen kann, weil sie verschaffen mir Vorteile für später mal. Ja, dafür kriege ich einfach sowas. Das ist ja praktisch. Oh, nice. Sogar richtig schön Geld. So, was ist mein nächster? Kimatsuzu. In Gerudo-Stadt mit Leina. Oh Gott, ich muss irgendwelchen Statuen folgen, die irgendwo in der... Oh. Boah, puh, schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Also dich hab ich. Ich muss jetzt nach Gerudo-Stadt. Okay. Wie viele habe ich denn bis hierhin überhaupt schon? Wie lange machst du noch? Ich weiß es nicht. Ich werde vielleicht demnächst aufhören. Ich habe jetzt 90 von 100. Ich habe nur 10 Steine. Ich hoffe, du hast auch gelesen, wie du den Statuen folgen sollst. Die zeigen in eine Richtung, dann muss ich hinterher. Und zwar zeigen die mit einem Schwert die Richtung. Ach, hier stört ihn die Temperatur noch nicht mal mehr. Ja, das ist ja süß. Wo ist die nordwestliche Eingang? Was ist das da hinten? Ich will es gar nicht wissen. Eieiei, muss man hier lange laufen. Ich konnte den Titan von hier nicht sehen, aber mir wurde gesagt, dass er jetzt weit weg ist. Keine Ahnung. Ja, Monster und Stuntstürme. Was für Schätze. Ja, viel mehr weiß ich auch nicht. Schön. Ah. Oh. Tja, du vielleicht nicht, aber ich, weil ich dumm bin. Schön. Achso, ihr seid ja gar keine Monster, ist ja langweilig. Ist das der, den ich nicht habe? Oh, weiß ich nicht. Du sollst diesen Statuen hinterherrennen. Alter, wie ich ihn weggehauen habe. Du wandelst nichts. Bist es nicht wert. Oh, ein gelber Exalfrosch. Habe ich noch nie gegen die gekämpft, ja lol. Und was bist du? Du bist schwächer. Eine Ritterhelle Bade. An die wir geupgradet, ne?
Dann hast du 13. Ja, dann bist du es gar nicht wert. Nur für den Fall, dass das wieder so ein Kackviech war. Ah ja, okay. Das ist wahrscheinlich gleich wieder alles weg bei mir. Oh nee, nicht ihr. Oh nee, das ist auch wieder so einer, der ewig weit aushält. Wie sehr bist du eigentlich bei der Yecha-Stil-Mission abgegangen? Ging, würde ich sagen. Bei der Yiga Stealth Mission. Ich habe versucht, die zu töten und es war jedes Mal wieder ein Fehler. Aber ich habe schon schlimmer gefailt in dem Spiel. Ich habe echt schon weitaus schlimmer gefailt. Gibt's hier noch weitere Statuen? Also vom Rage her. Er hat erstmal versucht, sich nicht an die Mission zu halten. Ja, vom Rage her, ja, der war schon da. Aber ich würde wirklich sagen, ich habe schon schlimmer verkackt. Und dann kam der Rafe. Okay, ich hasse die Mission. Ich hasse sie auch. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht einfach wieder zurückrenne, weil ich dummerweise den Winkel verloren habe. Herzlichen Glückwunsch. Kann hier nicht noch irgendwo eine Statue sein oder sowas? Wo waren die letzte? Die letzte Statue war bei irgendeinem X. Das hier müsste die gewesen sein. Ich glaube, hier war die. Es kann sein, dass ich den tatsächlichen nicht habe. Oh je, oh je, oh je. Das ist ja bedauerlich. Was ist nur los mit dir? Hab ich den jetzt blöd? Wo ist denn die? Hier? Ach, da hinten war die, genau. Alter, wie weit ich vom Weg abgekommen bin. Krass, ey. Stimmt, hier waren die Viecher. Das wäre dann der eine, den ich nicht habe. Ja, dann hol ihn dir. Ach, jetzt ist der jungen Dame zu kalt. Ach Gottelchen. Eieiei. Das heißt, ich bin kurz weg. Okay. Das heißt aber gleichzeitig, oh nee, es ist wieder Nacht. Das heißt, hier spawnen die ganze Zeit Viecher und nerven mich.
Bleib noch da, P. Okay, das ist super, Anton. Monsterladen nur nachts geöffnet. Ach, ist der hier auch? Ab jetzt spawnt hier wieder alles. Ich habe null Bock. Ich dachte, es kämen weitere Statuen, aber es kommen überhaupt keine weiteren Statuen. Ist mir egal. Der richtige Winkel. Es könnte hier sein. Ja, ungefähr so. Ja. Ist mir egal. Alter, ich interessiere mich nicht für Nebencharaktere. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ach, immer diese Nebencharaktere. Oh nö. Nein. Er ist doch schon ein Toter. Er ist ein toter Nebencharakter. Statue? Komm schon, Statue. Keine Statue. Nicht gut. Oh, nice, Statue. Da ist doch ein Sockel. Ach, schon gesehen? Ja. Na gut, Ravioli. Na toll. Das ist die nächste. Nein. Nein, nein, lass mich in Ruhe. Ich will nur da hinten hin. Es interessiert mich nicht, was ihr denkt. Ihr seid unwichtig und hässlich. Alles, was ich will, ist der Kimatsu-Schrein. Nice. Nice, sehr schön. 91. Es werden nach und nach werden es mehr. Okay, hier wäre eine Aufgabe. Nein. 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 Nein, nein, nein. Ich mache jetzt keine Aufgaben im Moment. Keine Aufgaben. Einfach Schreine finden und um die Aufgaben kümmere ich mich danach.
Okay. Ach, scheiße. Ich muss jetzt wieder weg, ne? Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es dieses Vieh hier gibt. Komm, nimm. Da, wo das Eislager ist, ist, glaube ich, auch ein Schein. Das kann sein. Hi. Hi, Arkti, schön, dass du wieder da bist. Lass mich in Ruhe. Ich habe den Schrein gefunden, jetzt bin ich wieder weg. Ich bin mir sicher, wenn wir die Aufgabe lösen, wird alles wieder geil, aber ich will hier eigentlich nur weg. So. Lange nicht mehr gesehen. Ja, Mann, echt lange nicht mehr gesehen. Schön, dass ihr noch alle da seid. Damit meine ich Arkti und Anton. Und alle anderen, die noch zugucken. Offiziell schauen noch Leute zu. Ich frage mich, wer das sein soll. Ja, Mann. So, jetzt dürft's gleich wieder normal werden. VLL noch Michi. So, noch nie. Ach, da ist der Händler. Michi könnte noch da sein, ja. So, also Anton, ich hab ihn. Ich frag mich auch, wer noch zuschaut. Okay, es war nicht da, wo ich's vermutet hatte. Schade. Wo hatte ich's vermutet? Warte. Also Anton habe ich noch nie gesehen. Anton, wer soll Anton sein? Ich hatte hier vermutet, genau. Aber dann fehlt noch einer laut den Zahlen. Bestimmt noch Kaninchen. Die schaut in Wirklichkeit noch heimlich zu. Gut, liebe Robbe, das soll's dann gewesen sein. Der nächste ist nördlich des Waldes von Hyrule. Ich bin noch da. Nähe, ich meine wirklich gesehen. Tja, dazu müsste ich mal ein Foto von mir machen. Hi, Borgi. Servus und hi, 3. Mach bitte kein Foto von dir. Hey, Borgi, Blues B1 Pro HI. Oder Fasscam. Die Deubran-Ruinen. Hallo Michi, 3. Oioioi. Borg. Oioioi. Und ich habe nicht mal meine Möglichkeit, da schnell hinzukommen. Oioioi. Hallo Arkti, 3. Eieiei. Wusstest du schon, dass du in einer Grube bist, in der vielleicht ein Sofa ist? Weiß ich nicht, endlich zu Hause. Keine Ahnung. Das ist schön, Borgi. Michi. Ach so, Anton hast du noch nie gesehen. Doch, der eine Gorone. Aber ihr wisst ja dank Strohi, dass ich wie ein Gorone aussehe. Ja. Ich meine Borg, nicht dich Strohi XD. Also, das kann ich nachvollziehen. Das passt so gut. Das ist nicht ernsthaft der... mich doch. Mann, diese Ruinen sind ja überhaupt nicht erreichbar. Was sind denn das? Das ist eine Grube. Ich dachte, das sei nur ein Tal. Oh. Ei. Wie wäre es zur Aufwärmung mit einem Lündel? Nein. LOL. Wir hätten ja just in die Grube gesteckt, aber ne. Und er war nicht da. Ja, die versuchen gerade einen Mod umzubringen, damit sie selber Mod werden können. Das darfst du ihnen nicht übel nehmen, außer du willst es ihnen unbedingt übel nehmen. Ich war auch nicht da, Ja, Mann, du solltest dich schämen. Wie kannst du nur...
Ja, irgendjemand hat gesagt, wir sollen Mutz in Krogen stecken. Nein. UPS. Da fallen wir nicht runter, Link. Tut mir leid. Ja, aber jetzt. Und ACO? Ich glaube, das war sogar Strohi selber, Arkti. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht gewesen bin. So. Und just the heck, WFIT, ich werde einen Lündel killen gehen. Stimmt, die Klimaanlage ist auch ein Mod. Oh, oh. AC wird von niemanden in Krogen gesteckt. Tja, Arkti, du wolltest es so. Also Strohi hat sein Okay dazu gegeben, Anton. Dass man AC in eine Grube steckt. Und wenn sie in einer will, oh, oh. AC ist viel zu nett, die kann man nicht in eine Grube stecken, das geht einfach nicht. So asozial kann kein Mensch auf der Welt sein. Nein, das Mammuts in Gruben. Ja, so habe ich es auch verstanden. Das hier zählt noch als Wald. Sie will nicht in Gruben. Da gibt's kein HW. Was muss ich denn hier für einen Abstand nehmen, damit das nicht mehr als Wald zählt? Gibt's keine Iron Warriors. Das ist gut. So. Ich bin eine Bergziege. Akzeptiert mich. Danke. Okay, so, schauen wir mal. Wann werde ich diese Aufgabe erreichen und warum werde ich sie nur so hassen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie so sehr hassen werde, das wird so schlimm. Ja, nimm sie. Mach kaputt, okay, danke. Hat sich ja wieder ein bisschen gelohnt. So. Ja, ich bin meinem Ziel doch schon ganz nahe gekommen. Wenn ich so weiterlaufe, bin ich bald da. Okay, schauen wir mal. Revali powert sich gerade noch ab. Alter, kaum spricht man von ihm, ist er da. Also, wenn ihr die Twitquatscher wissen wollt, kann man das nachschauen. Das stimmt. Hab ich was in der letzten Minute verpasst? Ich bin gelaufen. Wenn du das mitbekommen wolltest, dann hast du es verpasst. Oh. Bin gestorben. Revali Scale is an OVED. Stimmt. Wie das Anton O. Was hieltet ihr eigentlich von dem Troll von vorhin? Welcher Troll? Ach so, du meinst diesen komischen Weißbrot? Ja, pff. Da kommt jetzt eh so ein Plot-Twist, wie dass das deine Schwester war oder so. Ich fand das komisch. Irgendwie so. Ich meine, wenn er mir ein Dislike geben will, von mir aus. Das ist jetzt nichts, was mich irgendwie besonders fertig macht oder so, um ehrlich zu sein. Es gibt Schlimmeres, als Dislikes zu bekommen. Man könnte zum Beispiel krank werden und sterben.
Und ich weiß, dass das eine sehr pragmatische Weltsicht ist und man sehr vieles damit... Als Schwester. Toll vorhin. Ich war etwas mit Diskutieren beschäftigt. Vorhin war auf YouTube hier einer unterwegs, alles der... Alles Gute zum Geburtstag, Admichel. Du hast Geburtstag? Alter, erzähl das doch mal. Alles Gute, ey, feier schön. Das habe ich ja gar nicht gewusst, Mann. Und ich weiß alles. Immer. Near Boggy. Ah. Stimmt das, Michi? Und so, ein Wächter weniger, der wandelt. Da hat er einfach Geburtstag und erzählt das nicht. Ist ja, das kann ja gar nicht sein. Oder trollt Arkti gerade selber? Danke. Alter, wie lange hält denn bitte eigentlich diese Steinzernichter? Der ist ja krass gut, ey. Oh, ich ahne, wo die Steinaufgabe ist. Ah, es stimmt. Oh. Oh, krass. Ja, dann alles Gute zum Geburtstag. Das Viech da hinten kann mir egal sein. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Nein, er hat mich gesehen. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, toller Michael. Zum Geburtstag viel Glück. Das war alles so gut Gute gesungen. Zum Geburtstag, heißt der reicherische Michael, der nicht in Deutschland lebt. Ich finde es gut, dass du das nochmal betont hast. Ich weiß nicht, wieso, aber ein Glück hast du das nochmal betont, Anton. So wusste ich sofort, dass das deine Aussage ist. Ich werde doch nicht herausposaunen müssen, dass ich Geburtstag habe. Mir war das heute in der Schule schon zu dumm, als sogar eine Lehrerin ein Ständchen angestimmt hat. Oh. Ach du Scheiße, was ist das denn bitte für eine Aufgabe? Da muss man ja, da ist ja alles dunkel, da sieht man ja gar nichts. Aber, weil ihr es seid, meine besten Freunde, oh, sorry, Michi. War's das jetzt hier. Okay, nichts gegen euch, aber... Du hast heute Geburtstag. Dann Happy Birthday, lieber Michi. Happy Birthday. Hört auf zu singen, sagt dann. Was machen Sie singen? Stern, singe weiter Stern. Schön. Aber Strohi soll ein Ständchen als Strojet Union anbringen. Was? Strojet? Hat die gerade Strojet gesagt? Ist die dumm? Die kann ja gar nichts, ey. Ist ja traurig. Alter, 69 Pfeile, was ich heute rausgehauen habe am Pfeilen. Verrückt. Falls euch dieser Stream gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge oder im nächsten Stream, je nachdem, was ihr zuerst sehen wollt. Bis dahin, Servus. Kein Thema, Arkti. Überwiegend sehr nett, dass du aufgedacht hast. Bye, bye. Ciao, ciao, ciao. Bye, bye. Danke für den Stream. 3. Hoste doch bitte den Blues Bro. Den Strohi. Blues Bro. Michi bedankt dich bei AC in Telegram. Ach, das war das gewesen. Ach, sieh an. Okay, ja, Blues Bro, wenn ich jetzt wieder rausfinde, wie ich Leute hoste, ja, dann mache ich das. Bleibt ihr noch da auf Twitch, liebe Leute, dann hosten wir noch schnell den Blues Bro oder raiden ihn oder so. Mal gucken. Wie geht denn das jetzt wieder? Ich glaube, da muss ich in irgendein so Menü. Ich muss das kurz einstellen. Ich habe keine Ahnung. Creator Dashboard, das sieht doch gut aus. Und 69 Elektropfeile. Habe 700 plus XD. Sorry. Ja, du spielst ja auch, um einfach nur um dieses Spiel zu spielen. Das mache ich halt nicht. Ich will halt schon irgendeine Story haben oder so. So, wie kriege ich denn jetzt wieder geradet? Oh, wenn ich das jetzt wüsste, ne? Wait. Nein. Wie kann man raiden?
Aktuelle Raids ansehen. Du hast keine Raids. Raid-Einstellungen verwalten. Inhalt für Erwachsene. Ja, okay. Das klingt gut. Ich werde mich in Telegram bedanken. Sehr schön. Also ich würde sagen, wie raidet man in dem... Wie geht das? Alter, das ist so unübersichtlich. Das Hosten geht im Dashboard. Im Dashboard. Hallo, ich möchte gerade auf meinen Channel. Bitte hör auf, mich weiterzuleiten. Wie kann ich denn jetzt raiden? Muss ich da irgendwas eingeben? Oder / Raid Nutzer. Ah ja, okay. Okay, also wenn ihr... Wir raiden dann einfach mal. Zack, so. Keine Ahnung. Vielen Dank und tschüss.